Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Könnte eine packende Partie werden. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Dann müssen sie nachrücken. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Das Spiel beginnt. Hervorragender Pass jetzt. Morgan Gibbs White. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Die Chance. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kugel ins kurze Eck. Und drin ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Sie bieten sich an. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Chance zur Befreiung. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ja, das ist ein guter Pass. Unwiderstehlich, der Ball läuft gut. Er fängt diesen Pass ab. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Platz auf Außen. Und die Möglichkeit.
Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Harry Toffolo. Gut, Monsen. Da kann er sich den Ball holen. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Morgan Gibbs White. Klasse, wie er dahin geht. Sie haben durchaus Platz auf außen. Die bekommen den Ball nicht raus. Er zieht ab. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Jakob Rasmussen. Günther. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Morgan Gibbs White. Oh, da ist er durch. Der muss doch drin sein. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Jetzt kommt die Ecke. Super Aktion, gut geklärt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Schwaches Zuspiel, kein Schnatterer. Toll geblockt. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Ah, die Fans wollten da den Elfmeter pfiffen, das hört man deutlich. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Morgan Gibbs White. So, das könnte hier was werden. Ball wird abgeblockt. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen.
Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Pass kommt nicht an. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das ist ein vielversprechender Pass. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und dann ist der Ball weg. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Das könnte vielleicht was werden. Ball kommt in die Mitte. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das macht er gut. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ballerobo. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt er Maß und drin ist der Ball. Schöner Treffer. Wir sehen uns die Wiederholung an. Aus der Distanz einfach mal draufgehalten. Und wenn der Ball dann so kommt, ja, was willst du da machen? Ist unhaltbar. Hier ist noch alles drin. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ballverlust. Harry Toffolo. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Gefährliche Szene. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt der Eckball. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Riesenchance. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Ballverlust.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Chance zum Konter jetzt. Weiter gefährlich hier. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Haberer. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal der Befreiungsschlag. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ist das hier die Entscheidung? Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Jetzt der Fehler. Geht um ein Haar rein. Zentimeter fehlen am Ende. Harter Schuss. Den Ball haben sie. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Knapp gehen sie hier als Verlierer vom Platz. Wir sehen die Enttäuschung in den Gesichtern. Sie wollten mehr und das wäre ja auch machbar gewesen. Aber sie hatten heute viel Pech. Aus meiner Sicht wäre mehr drin gewesen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.